So, wir müssen auch zu unserem Schiff. Ich finde, ich weiß nicht, wo das sein soll mit dem Wegelagerer. Da hinten komme ich eh nicht hin. Da hinten müssen wir hin. Ich mach mal hier. So. Da müssten Automaten sein. Damit wir wenigstens ein bisschen was loswerden hier an Krimskrams. Jetzt kann ich wieder laufen. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum? Wo sind hier die... Warum ist der kaputt? Ach, hier sind wir. Hier unten sind aber welche. Verliert man durch die Schnellreise Gewicht? Oder wie soll ich das verstehen? Rabatt, genau. Da wollte ich jetzt nachgucken. Die wird natürlich nicht verkauft. Auch nicht. So, dann haben wir die ganzen Waffen schon mal. Guck mal, zwei rein. Was ist das denn hier? Mondmannhelm. Ach, was soll's. Der bringt, der kostet nur, bringt nur zwei. Nee, 21. Ja, ich habe aber andere, glaube ich, bessere. 62. Den habe ich hier schon mal, ne? Auch mit 62. Gut. Minus 5. 13 brauche ich nicht mehr. 40 nehme ich nicht mehr. Ah, scheiße, ich wollte gucken. Da war der Finger schneller. Der schnelle Finger, die bleibt. Da ist auch nichts. Ach, da ist was mit minus 5. Eine reicht. Das ist dieser superschwere Helm. So. Keine Ahnung. Warum kann ich nach einer Schnellreise... Hä? Habe ich... Verstehe ich immer noch nicht so ganz. So, jetzt habe ich genug verkauft. Geld haben wir ja. Ein Automat... Ach so, wenn wir auf unser Schiff müssen, haben wir sowieso einen. Da oben müssen wir ja hin. Ach so. Dann nehmen wir die Treppe. Jetzt noch nicht alles gewesen sein. Wir haben doch das Tagebuch gar nicht gefunden. Aber ich habe die Wissenschaftswaffe. So, jetzt geht's erstmal hier hin. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Denn noch was zu modifizieren? Nee, ne? Tüfteln könnten wir höchstens. Die haben wir hier im Einsatz. Teuer. Guck mal, gar nicht teuer, aber geht. Aha. Ah, fehlt mir die Stufe. Zwei, so viel Geld gebe ich nicht mal für mich aus. Die kann ich noch verbessern. Oh, cool. Dann machen wir das glatt weg mal, bis wir eine vierstellig sind. So. Das ist ihr Hammer. Das ist alles schon so weit verbessert, dass das alles... Der noch nicht. Wir müssen ja nicht alles auf den Kopf hauen hier, ne? Aber wir können mal gleichmäßig die Waffen verbessern und dann gucken wir uns mal unsere Rüstung an. Der nicht, der nicht. Die kann auf jeden Fall. Die ist ja auch im Einsatz. Wieder bis wir vierstellig sind. So. Hier auch. Ach, weil ich jetzt auf dem Raumschiff bin,
verbessere ich für alle. Oder kann ich für alle verbessern. Guck mal, das Geld geht schon runter wie warme Semmel. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Hier, habe ich noch nicht verbessert. Das ist das, was unsere Noyoka anhat. Geht ja gar nicht, was ich hier mache. Die arme Fru. Ja, das ist der hier immer, der dann... So. So, jetzt habe ich aber genug, ne? Zerlegen. Kann ich hier noch was zerlegen? Ja, kann ich, mache ich aber nicht. Ich will jetzt erstmal einlagern. Einlegen. So. Mit R. Dann kommt erstmal die hier hin. Und die hier hin. So. Hätte man auch noch verbessern können, ne? Kugelhagel Hammersmith. Wegschleudern. Ach, scheiße. Die können wir ja mal behandeln, die Waffe. Welche nehme ich denn nicht? Und dann, wenn ich die nicht nehme, dann kann ich die auch verkloppen. Dann muss ich die nicht behalten, ne? Das ist doch eigentlich Blödsinn. Ich gucke mir jetzt nochmal den Hammer an. Aha, halt. Hier, Hammer. Tüfteln. Wo ist denn Hammersmith? Da. Mein ganzes Geld. Den haben wir auch im Einsatz, ne? Ja, das ist aber so eine... Warte mal. Das ist ein leichtes Maschinengewehr. 1400, überleg mal. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ist egal. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier? Was hat Felix? Felix hat die beiden. Ellie. Ellie hat die hier. Okay. Die kann eigentlich auch weg hier. Felix hatte ich. Noyoka hat die. Und den. Parvati hat die und den. Der Vicar hat das Ding. Und Sam kann ich keine Waffe geben. Ich lasse das so. Wir wollen hier mal gucken. Außerdem, wenn ich auf die Uhr schaue, sagt die mir, ja, spät. Ich soll dahin. Aha. Captain, transmission request from Ambrose Manor. Captain, imagine my surprise when I saw the Unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me you found Mother's journal. I'm positively dying for good news. Too bad. But on the bright side, you've outdone my old freelancer. I don't think you made it very far at all. If I know Spacer's choice, getting past the lockdown will be more complicated than just hitting a big red button. You'll need authorization and layers of it. No. I think you're going to have to rely on good old-fashioned detective work. It's a good thing you have keen senses, a reliable ship, and a very wealthy sponsor. I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. I knew Mother was involved with some important chemical trials, but I had no idea her pet project was Adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a cathinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. What? No!
I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea Adrena Time could make marauders out of people. That's it. That must be it. Spacer's Choice is keeping their dirty little secret about Adrena Time off the record. We have to find Mother's Journal. If we don't, then Spacer's Choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. Adrena Time was touted as the working man's best friend. A drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of Adrena Time cannot be overstated. Damit die Leute mehr arbeiten konnten. Were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. Thank you. I certainly ought to know what I'm doing. I spent years trying to break into pharmaceuticals, professionally speaking. Mother wouldn't hear of it. She didn't think I had the wit to succeed in her life. Los! Safe travels. If your leads give you any trouble, be sure and give them some trouble back, yes? Oh Mann. Jetzt mein Auge getreten und deswegen bin ich so ein bisschen ungehalten. Es dauert manchmal. Knöcheln, Übertragung wenden. Ta! Das dauert immer alles. Weniger ist manchmal mehr, ne? Man könnte mal sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen und die Sachen. Wir nehmen Ellie mit. Nee, ich muss dann wen abwählen. Ich nehme mal meine beiden Freunde hier mit. So. Dann gucken wir uns gleich mal unsere Dinger an hier. Charakter. Aha. Jetzt habe ich nur bei den Feuerwaffen. Hier, guck mal, das sieht für mich so besser aus, ne? Schlösser knacken 107. Oh. Und wo? Ich hatte da so viel 95, ne? So viel! Na gut, das ist von den Triebwerken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht morgen schon, wenn es hier weitergeht. Wenn wir den Gorgon untersuchen. Ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Also, das Bild. Klack. Und dann sage ich Tschüss! Ich bin schon da. Und die beiden auch. War das hingehauen? Ja. Ah, ich hatte vorhin noch bei Funk Royal ein bisschen reingeschaut. Der spielt da ja was Lustiges. Während das noch renderte. Und da hatte ich den Ton dann natürlich an. Und den habe ich eben vergessen, natürlich wieder auszumachen. Wir sind hier wieder in Byzantium. Rantium. Und haben hier eine Aufgabe. Wir müssen dahin zu Musgrave. Oder Musgrave, natürlich nicht Moose. Familiensammlung. What was that? Their mistake. No prisoner. Warum eigentlich? Was habe ich getan? Habe ich was getan? Will mal reparieren. Reparuieren. Reparo! Kann ich noch tüfteln? Oha! Ich kann noch tüfteln, aber nur bei der Knarre hier. Ich hab die doch betüftelt. Habe ich die falsche betüftelt? Ich verstehe es nicht. Von denen hier? Nein, nein, nein. Die, guck mal, die sind alle, aber das ist ja, aber. Ich hab die betüftelt. Abgesägte Schrotflinte. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Sturmgewehr. Das habe ich genommen. Das habe ich noch nicht betüftelt. Die hatte ich betüftelt. Ah, da geht auch nicht mehr viel. Noch geht was. Einmal noch so. Dann ist die doch gut. Was ist das hier? Stimmt, die hatte ich beim letzten Mal genommen. War das die? Muss die sein. Ach so, wir könnten ja mal gucken, ob die noch was hatten. Wo ist denn der? Hallo? Wo ist dein Haufen? Da, sowas suche ich.
Oh! Ah, jetzt kann ich klauen. 107. Jetzt kann ich klauen. Ich weiß nicht, warum die mich nicht mögen. Wir sind hier ja nur hergereist. Ah, jetzt kann ich alles mit. Alles. Jetzt nehme ich keine Rücksicht mehr. Carmen? Carmen, ist irgendwas mit dir? Pretend we're strangers. The board's always watching. Der Vorstand. Der Vorstand ist stinkig. Puh. Das heißt, wir werden jetzt hier ganz viel Spaß haben. Oh, ich will das nicht sehen. Mach das weg. Ah, jetzt ist es weg. Hä? Geh doch. Seid ihr da? So, meine Damen, das wird jetzt heiß hergehen, glaube ich. Ich habe meine Spezialwaffe. Ich hoffe, ihr seid auch gut ausgestattet. Ich verstecke mich mal hinter euren starken Schultern. Ich habe noch ganz viel Wiederbelebung. Also keine Panik. Hausmeister. Schnell dran vorbei. Wir müssen aber da oben hin. Wie mache ich denn das? Ah! Er schreckt mich nicht so! Kann ich mit ihr reden? Warte mal. Something on your mind? You know I've got no love for top rungers, but if Minnie's willing to pay, I say we take her money. Ach so. Sure, like Ada said, he was a big name among freelancers. I met him at Lost Hope once. He was buying rounds for everyone and telling a story about one of his jobs. Pretty sure half of it was made up. Ja. Anything else? Nein. What's on your mind? Wie wir hier am besten vorbeikommen. Sure. Something on your mind? Ja, geh mal zurück zum Schiff. Stell nicht so viele Fragen, die ich nicht gefragt habe. Können wir nicht einfach um ihn rumgehen? Ah, da sind ja noch zwei! Entschuldigung. Oh, hast du Angst? Dann hau ab. Ich hab damit nichts zu tun. Das waren die Frauen. Kann man den auch beschießen? Ja, bist du. Hat sich ausgeworben. Ah, alle müssen sterben. Das war's. Ich teste mal. Oh ja, die ist gut. Dann kann ich das hier jetzt auch mitnehmen. Und das hier. Wir müssen da rüber. Oh. War? Wie war? Was sind das für Geräusche? Was war das? Warum hast du die erschossen?
Mr. Billingsley, was ist hier los? Das sind diese Viecher, die hier diesen Lärm machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das sowieso nicht. Was haben die denn auf einmal gegen uns gehabt? Hier liegt dein Bein. Sammel das auf. Hier mag man uns noch. Ich glaube, der mag uns nicht.